finde es wahnsinnig schön, einfach zu sehen, wie oft aus einem Paar eine Familie entsteht. Ich bin der Meinung, wir alle sind Wunder dieser Welt. Und jeden Tag bei einem Wunder dabei zu sein, das ist einfach meine Berufung. Also die Hebamme hat eigentlich drei große Aufgabenbereiche. Zuerst mal kümmert sie sich schon in der Schwangerschaft um die Frau. Dann geht es natürlich weiter, die Betreuung unter der Geburt und natürlich die ganze Betreuung nach der Geburt mit der Stillzeit, Neugeborenenpflege. Also die Ausbildung hat zwei Teile. Auf der einen Seite haben wir immer unseren Theorie-Input in der Schule. Das läuft mit Blockschule ab, das heißt, wir haben immer Blockphasen, wo wir 4 Wochen ungefähr immer einfach in die Schule gehen und da unsere Theorie lernen. Und dann haben wir auch immer Einsätze in der Praxis. Also unser Beruf ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben die Möglichkeit natürlich in einer Klinik zu arbeiten, wo wir untergeordnet sind und Chefs haben. Aber natürlich haben wir auch die Möglichkeit in der Freiberuflichkeit zu arbeiten und dahingehend werden wir auch ausgebildet. Also wirklich dann auch freiberuflich arbeiten zu können. Sei es jetzt, dass wir eine eigene Praxis haben, ein eigenes Geburtshaus, was natürlich noch viele weitere Sachen beinhaltet. Was mich am meisten bewegt, ist einfach das Lächeln der Mutter, die Dankbarkeit der Mütter, die sie einem bringen, wenn man ihnen das Kind auf die Brust legt. Das Klinikum Augsburg ist ein Perinatalzentrum, das heißt, man hat hier sehr viele pathologische Fälle, physiologische Fälle natürlich auch, aber es ist für die Ausbildung einfach perfekt, da man ein gutes Fundament hat. Das heißt, man sieht sehr viel, verschiedene Geburten, man sieht verschiedene Schwangerschaftsverläufe. Ja, also man muss sich schon darauf einstellen, dass man einiges lernen muss. Es ist jetzt nicht so Pillepalle, sag ich mal, aber wenn man sich wirklich dafür interessiert und sich dafür begeistert, dann ist es auf jeden Fall auch zu schaffen. Also man braucht eine große Ausdauer, muss ich sagen. Man braucht Ressourcen, dass wenn man daheim ist, auch einfach mal abschalten kann, runterkommt. Und wirklich alles, was man in der Klinik erlebt hat, wenn es mal nicht so schön war, einfach hinter sich lassen kann.